Über den Tellerrand. Der Name ist Programm. Wir beleuchten Themen aus den Bereichen Lebensmittelerzeugung, Lebensmittelverarbeitung und Lebensmittelkonsum, die uns alle bewegen. Wir fragen Experten und wir bieten Perspektiven an. Wir liefern Fakten, die helfen, eine Meinung zu haben oder zu bilden. Wir geben keine Meinung vor und bewerten nicht. Wir, das sind Ursula Riegler und Christoph Zezerle. Heute sind wir zu Gast am Viktor-Adler-Markt in Wien, Favoriten. Und wir haben auch einen Gast mitgenommen, den Christian Seiler. Morgen. Guten Morgen. Du bist gerne Esser, soviel ich weiß, Autor und Geher. Das ist eine gute Zusammenfassung für dich. Für mich schon, ja. Und Herausgeber bist du auch? Ja, ich habe einen kleinen Verlag, ja. Ich habe gesehen, dass du dich auch im Verlag immer wieder mit Essensthemen auseinandersetzt und Bücher verlegst, die sich auf dieses Thema beziehen. Ja, wir haben eine Reihe von Kochbüchern gemacht mit diversen Gastronomen. Und das Thema Kulinarik spielt natürlich eine große Rolle, sowohl in meiner verlegerischen Tätigkeit als auch in meiner Tätigkeit als Autor. Ich schreibe eine wöchentliche Kolumne für das Magazin von Tagesanzeiger, Basler Zeitung, Berner Zeitung in der Schweiz und habe voriges Jahr ein dickes Buch rausgebracht mit kulinarischen Reportagen rund um die Welt, heißt Alles Gute, auch beim Schweizer Verlag Echtzeit erschienen. Und bin in dem Bereich einfach in vielerlei Hinsicht tätig. Deswegen haben wir dich auch eingeladen. Wegen des Gehens und genau. Unser Thema heute ist ja für mehrere Episoden das Thema Herkunft in all ihren seinen Dimensionen. Was fällt dir ein beim Stichwort Herkunft und Lebensmittel? Ja gut, das ist ein so großes Thema, da könnte man jetzt schon mal relativ ausführlich drüber extemporieren, aber die Herkunft von Lebensmitteln ist ein wichtiges, aber auch sehr vages Thema. Auf der einen Seite ist die Herkunft das, wo ich bei gewissen Lebensmitteln sagen würde, achte ich sehr drauf. Bei anderen Lebensmitteln vielleicht bin ich ein bisschen nachlässiger, aber was jetzt zum Beispiel den großen Bereich Fleisch betrifft und so, bin ich sehr vorsichtig mit dem Thema oder beziehungsweise mit Lebensmitteln, die man irgendwo kaufen kann, weil ich schon wissen will, stammt das aus der Fleischindustrie, stammt das aus industrieähnlichen Zuständen. Das möchte ich nicht, das möchte ich für mich nicht, das möchte ich für die Viecher nicht. Und da bin ich sehr aufmerksam. Beim Gemüse ist es bin ich da ein bisschen nachlässiger, obwohl man es auch nicht sein sollte. Aber andererseits muss man natürlich auch sagen, wir leben in Großstädten. Die Nahrungsmittelverteilung und die Nahrungsmittelindustrie ist eine notwendige Grundlage für unser aller Ernährung. Ich würde mir zugute halten, dass ich relativ genau schaue, was ich esse, aber das gilt natürlich nicht für jede Mahlzeit und nicht für jedes Lebensmittel, das man jetzt hier in der Auslage sieht. Du, apropos Herkunft, bist du eigentlich Wiener? Ist ja. Ist das Homeland für dich quasi? Naja, es ist ja, Wien ist ja eine Stadt, die viele verschiedene Teile hat. Es ist nicht mein Homeland hier. Das ist ein der 10. Bezirk, Viktor-Adler-Markt ist ein Ort, den ich schon auch mit den Augen eines Fremden gesehen habe, als ich hier die ersten Male durchgegangen bin, weil es natürlich eine vollkommen andere Kultur repräsentiert als jetzt die Innenstadt oder die, sagen wir mal, die Bezirke innerhalb des Gürtels. Und das ist interessant und es ist aber auch auf eine gewisse Weise terra incognita. Das ist ein Stichwort. Dann schauen wir uns einmal das unbekannte Gebiet an. Gehen wir mal durch den Markt und schauen, was Herkunft hier bedeutet. Vielleicht auch, Christian, weil du vorher gesagt hast, ist Herkunft auch etwas, was man mit Qualität
oder mit der Frage nach der Qualität verbindet, woher kommt ein Lebensmittel, die Nachvollziehbarkeit, um eine Sicherheit zu haben? Ja, das sind zwei verschiedene Fragen jetzt. Ne? Ich meine, das eine ist die Sicherheit, wenn man so eine Nachvollziehbarkeit herstellen kann, wo werden die Sachen gemacht und wie werden sie gemacht, wer arbeitet mit, wie werden die Leute entschädigt, wie werden die Lebensmittel hergestellt und so weiter. Das ist eine sehr, sehr große Frage. Das ist eigentlich bei allem, was wir hier links und rechts sehen, da die Hühnerteile, da das Gemüse, Salat, Auberginen, Radieschen, Mirabellen. Wir wissen eigentlich bei keinem einzigen dieser Lebensmittel, wo sie herkommen. Das stimmt, das werden wir ein bisschen hinterfragen oder erfragen. Wir werden fragen, oder? Was suchen wir uns denn aus? Ja, das ist also da, das Bahnenreisig. Das Bahnenreisig. Den Spinat. Ja. Schauen wir mal, versuchen woher wir mein kommt. Glück. Guten Morgen. Guten Morgen. Grüß Sie. Darf ich Sie fragen, woher der Spinat ist? Ach so. Nein, wir wollen nur wissen, woher er ist. Aus Simmering. Das ist ein Wiener Super, Salat. Vielen Dank. Aha. Spinat, nicht Salat. Ja, du siehst ja hier eh auch, ne? Das ist Salat Inland, Radieschen Österreich. Klasse 1. Kochsalat. Schau mal, es ist eine Gärtnerei Kurzen aus Wien. Österreich, ja. Michaela Lang, Gärtnerei aus dem 11. Bezirk. Ja. Hier, die Trauben sind wahrscheinlich nicht aus Wien. Aber ist es nicht auch so, dass man sagt, Herkunft, also du hast ja auch Lebensmittel, die nur in bestimmten Regionen oder Ländern dieser Welt wachsen? Klar. Oder erzeugt werden? Und also ist es dann nicht eher in Richtung Spezialitätentum, dass man sagt, ich weiß es nicht, als Beispiel Camembert kommt aus einer bestimmten Region, den isst man dann bewusst von dort und nicht aus einer anderen Region dieser Welt? Also Herkunft auch im Sinne von Zuordnbarkeit und es hat jemand eine Expertise bei einem bestimmten Sicher, natürlich. Gerade beim Camembert ist es so, dass das eine Produktionsweise ist, die ja um die ganze Welt gereist ist und die du jetzt auch von Herstellern aus der Nähe bekommen kannst. Aber klar ist das auch ein Aspekt dieser Geschichte. Wir brauchen da gar nicht so in die gemachten Lebensmittel gehen, aber wenn man, was ich auch gern habe, im Winter das eine oder andere Mal gute Ananas oder Mangos essen will, dann muss man sich schon darauf verlassen, dass man vernünftiges Material bekommt, das wahrscheinlich mit dem Flugzeug aus Costa Rica oder woher die gerade stammen, eingeflogen wird. Wir haben hier ein gutes Beispiel, die Avocados liegen da vor uns. Sind ja ein viel diskutiertes Thema. Aus Peru, genau. Genau, und Avocados, jetzt hat man nicht neue, aber Diskussion, man sagt, man kauft Bio-Avocados aus nachvollziehbaren Anbaugebieten. Es hat ja viele Dimensionen, das Thema Herkunft. Ne? Glaubst du, es muss aufhören oder es wird aufhören, dass man sagt, man isst oder man genießt exotische Lebensmittel oder Lebensmittel, die von weiter her kommen, weil man es heute nicht mehr erklären kann? Oder bleibt es, aber kriegt vielleicht eine andere Bedeutung oder wird weniger relevant? Geht man wieder mehr auf alles aus dem Umfeld? Wenn man auf alles aus dem Umfeld geht, wird man die vielen Menschen nicht ernähren können, weil wir ja gar nicht in der Lage sind, jetzt mit einer Landwirtschaft in und um Wien eine 2-Millionen-Stadt zu ernähren. Aber ich glaube, dass es schon wichtig ist, dass man darüber nachdenkt, sind alle Lebensmittel zu jeder Jahreszeit immer, müssen alle Lebensmittel zu jeder Jahreszeit immer verfügbar sein? Und diese Fragen wird man stellen müssen. Und ich bin da auch der Meinung, dass man, wenn man Spezialitäten wie jetzt die Mango oder die Ananas oder von mir aus auch den Camembert, wenn man den haben will, da wird es eine Versorgung dafür geben und das sollte man auch als Delikatesse genießen können. Und ich bin auch dafür, dass das gibt. Aber ich glaube, dass
die permanente Verfügbarkeit von allem schon eine Grundlage dafür ist, dass es, dass viele Lebensmittel auf eine Weise entstehen, wie man das eigentlich nicht unbedingt haben will. Haben wir dann nicht eine Zweiklassengesellschaft? Im Moment sicher, also ja, klar. Und auch weitergehend, wenn sozusagen die, die sich leisten können, haben alles, die haben die Erdbeeren im Winter, die anderen kriegen die Rüben. Ja, das ist ganz sicher ein Thema. Aber ich glaube, dass es eine, die Demokratisierung der Lebensmittel sehen wir ja hier. Es gibt alles zu sehr guten Preisen. Zu sehr guten Preisen. Und deswegen wirst du hier auch sehr viele Leute finden, die sich da die Sachen holen kommen. Hier gibt es einmal Gurken, die nicht nach EU-Normen gekrönt sind. Da kommen aus Ungarn übrigens. Ja. Was mir auffällt, ist, dass so gut wie alle Lebensmittel hier gekennzeichnet sind, woher sie kommen. Müssen sie ja. Ja, aber es erstaunt mich hier, Marc, dass ich überall sehe, woher es kommt. Gutes oder? Beispiel, hier sind wir gerade vor dem Stand mit frischen Eiern. Bodenhaltung hat immer nur einen großen Anteil in Österreich, ich glaube ein Drittel. Vor allem in der verarbeiteten Form. Hier sehe ich da Bio Gerasdorf. Gerasdorf, Bio. Stichwort Christian, Bio und Herkunft. Wir haben es schon öfter diskutiert. Du hast heute Bio-Supermärkte, wo du Bio-Lebensmittel aus der ganzen Welt bekommst. Ist es ein Entweder-Oder-Bio als Qualitätsmerkmal und Herkunft? Oder ist es ein Überschneiden dieser beiden Themen? Was glaubst du, woran sollte man sich oder woran kann man sich orientieren? Bio ist sicher eine Möglichkeit, um sich zu orientieren. Aber gleichzeitig wissen wir natürlich, dass ein Bio-Lebensmittel aus einer Industrie, aus einer Lebensmittelindustrie schaffen, die sich halt an etwas unterschiedliche oder andere Kriterien zu halten hat. Nicht? Und wir wissen, dass diese Kriterien sie jetzt von den Kriterien der Nicht-Bio-Industrie zum Teil marginal unterscheiden. Aber es ist eine Richtungsweisung. Wenn ich jetzt vor einem Regal stehe und ich habe eine Biomilch drinnen und eine konventionelle Milch, entscheide ich mich in der Regel für die Biomilch. Aber das ist etwas, was subkutan funktioniert. Und da denke ich jetzt auch nicht drüber nach. Ist denn das verdient, diese Biomilch eigentlich, dieses Etikett? Oder was erzählt mir das Etikett tatsächlich? Wie hat die Kuh gelebt? Wie sind die Voraussetzungen dafür? Da gibt es zwar immer relativ gute Ausschilderungen oder ausführliche Ausschilderungen auf den Flaschen oder auf den Backen, aber eine wirkliche Klarheit bekommst du ja dadurch auch nicht. Es ist ja sowieso eines der ganz großen Themen, glaube ich, dass du auch wenn du dich dafür interessierst, nur sehr, sehr wenig Aufschluss darüber bekommst, woher stammt das alles, wer hat es gemacht, welche Techniken kommen dabei zum Einsatz, was ist an Dünger, an Pflanzenschutzmittel verwendet worden. Arbeitsbedingungen, du hast das Wie sind die Arbeitsbedingungen? Ich meine, das ist ja überhaupt ein Thema, immer wenn man eine Dose Pelati irgendwo verwendet für die Pasta, kann man davon ausgehen, dass diese wunderbaren reifen Tomaten aus Süditalien unter der Hilfe von schwarzen Arbeitern, die unter entsetzlichen Umständen arbeiten müssen, zustande kommen. Und das sind einfach Begleiterscheinungen unserer täglichen Ernährung, an die wir uns gewöhnt haben und die man dann eigentlich nur sehr selten hinterfragt. So, hier haben wir jetzt einen ganzen Halal. Eine große Fleischvitrine mit Händelflügeln, Haxen, Keulen, Leber, Herz, Magen, die als 100% halal gekennzeichnet sind. Das ist auch ein Thema, das wir schon behandelt haben. Da wissen wir allerdings nicht, woher das kommt, gell? Nein. Ja, schauen wir mal. Ja. Können wir mal fragen. Naja, ich meine, es ist eine
eine Auszeichnung für eine Kundschaft, die das nachfragt. Und, sind wir beim Thema Identifikation auch durch Kennzeichnung oder durch wieder Sicherheit an der Produktion oder Zubereitungsweise oder auch Schlachtweise? Ja. Also ich würde jetzt einmal auch angesichts der Preise, Händel kostet 4,50, drei Händeln kosten 14,99, also 11,99. Ja. Guten Morgen. Guten Morgen. Grüß Gott. Hallo. Darf ich Sie was fragen? Woher kommen denn Ihre Hühner? Ich das weiß nicht, aber ich glaube mal aus Österreich. Sie glauben aus Österreich? Ja, also ich bin nicht der Chef, mein Vater. Okay, danke schön. Aber ich wollte aus Österreich. Ja, okay, danke schön. Wiederschauen, danke. Ja gut, bei dem Preis wissen wir natürlich, also da liegt die Vermutung schon sehr nahe, dass das aus Händel-KZs kommt. Nicht? Also ein Großmastbetrieb, nicht? Jedenfalls nicht aus. So ein Mastbetrieb, der nicht bio ist, wo die Händeln wahrscheinlich nicht das Leben geführt haben, das wir für sie gerne haben wollen. Jetzt hat der junge Mann gesagt, er weiß es nicht, er glaubt, sie kommen aus Österreich. Ja, das Einzige, was er weiß, ist, dass es 100% halal ist, weil das steht auf seinem Stichwort, auf Vitrine. Wie geht man damit um? Du hast das vorher angesprochen, es ist ja ein sehr komplexes Thema, rauszufinden, was esse ich, woher kommt es, Bedingungen in der Gastronomie. Also hier am Markt, rede mit den Leuten und frage sie, woher kommen die Dinge, wie werden aber sie wissen es eh nicht. Sie also, wissen es auch nicht alle. Sie wissen es auch nicht und ob sie dir dann die Wahrheit sagen, sie schauen dir in die Augen und sagen, aha, du bist jemand, der wissen will, dass diese Lebensmittel aus Österreich kommen, idealerweise aus Simmering oder was Gott wo. Und wann wer anderer kommt, sagt er, ja, 100% Türkei oder na, sicher aus Serbien. Jetzt haben wir dieses Thema ja heiß diskutiert mit der Herkunftskennzeichnung in der Gastronomie. Ja. Wir haben auch Episoden produziert mit sozusagen Befürwortern und denen, die sehr skeptisch sind. Da kommt das Argument immer, na ja, man möchte es freiwillig dem Gastronomen überlassen. Woher glaubst du, kommt die Sorge, wenn man die Dinge kennzeichnet, wo sie herkommen auf der Speisekarte, dass dann irgendwie, ich weiß es ja gar nicht, was die Sorge eigentlich ist, weil niemand würde jemanden zwingen, nur mehr österreichische Lebensmittel auf die Speisekarte zu nehmen, aber der Konsument würde bewusst sich entscheiden können, ich wähle das Händel aus, weiß ich nicht, Österreich oder das Händel aus Südamerika, um ein blödes Beispiel zu bringen. Woher kommt die Sorge? Ich muss ein wenig auch die Lanze für den Markt hier brechen. Ja? Wir reden hier über absolute Luxusprobleme, ja? Für eine Bevölkerungsschicht hier, die vielleicht nicht die Möglichkeiten hat, die wir haben. Und sie haben trotzdem ein tolles Angebot. Finden Sie nicht? Ja, klar. Ich meine, es sind hier Lebensmittel für eine vernünftige Grundversorgung da. Es ist viel Gemüse. Ich meine, wenn man das jetzt aus einer anderen Warte betrachtet, kann man sagen, hier kann man sich sehr gut vegetarisch ernähren und wird Sachen einkaufen können, dass man eine Woche ohne Wiederholung durchkochen kann zu sehr guten Preisen. Und die Lebensmittel werden in der Regel nicht schlechter sein als die beim Billa oder beim Spar in der Gemüsevitrine liegen. Ja, stimmt eh. Aber wir haben ja auch nicht gesagt, dass das Thema ein eindimensionales ist. Nicht? Ich muss noch mal zurück, Christoph, nachdem du mir mein Thema weggenommen hast, zur Gastro- und Herkunftskennzeichnung. Das ist mir jetzt nur aufgefallen, dass wir sehr spezifisch drüber reden für eine sehr kleine Bevölkerungsschicht. Ich weiß nicht, wie klein diese Bevölkerungsschicht ist. Ich weiß nicht, wie viele Leute es gibt, denen es total wurscht ist, wo ihr Essen herkommt. Das glaube ich auch, dass das immer wichtiger wird. Die Frage ist, wie konsequent man dann danach einkauft. Da gibt es vielleicht Unterschiede, aber das Thema, wäre mein Eindruck, wird schon sehr laut. Gott sei Dank. Gott sei Dank, und es muss ausgebreitet werden, auch letztendlich auf die gesamte Bevölkerung. Schau, wir haben hier 1001 Nacht. Mit Nüssen aller Art. Pistazien, Wasabi-Nüssen, ja, die wachsen auf den japanischen Bäumen. Pinienkerne, aber auch mit Beschreibungen. Ganz interessant, man lernt hier auch gleich. Ja, man lernt sich auch Sachen, die ich sonst nicht sehe. Cashewkerne geröstet mit Käse zum Beispiel. Paranüsse. Ja, aber sind zum Teil Dinge, die möchte ich auch nicht lernen.
Warum? Weil ich auch Cashew und Kerne, also den Käse nehme ich mir schon selber zu den Nüssen, wenn ich welche essen möchte. Herkunft, da haben wir einen arabischen Fleischstand. Ja, schaut zumindest so aus. Am Weg dorthin komme ich noch, ein dritter Versuch zu meinem Gastro-Kennzeichnungsthema zu kommen. Christian, wie siehst du das? Ich bin immer positiv davon berührt, wenn ich merke, dass Gastronomen sorgfältig die Lebensmittel aussuchen, die sie mir vorsetzen. Und ich erinnere mich, dass schon vor vielen Jahren der Peppi Flo in Tulln, in Langenlebern draußen begonnen hat zu sagen, ich kriege mein Gemüse von hier und mein Fleisch von dort und mein Fisch von dort. Das fand ich interessant. Das war damals eigentlich nur eine Fleißaufgabe. Das hat sich ein bisschen verselbstständigt und es ist zu einer, gerade in der Spitzengastronomie, ist es sozusagen zu einer Pflichtaufgabe geworden, dass du transparent machst, wo du einkaufst. Machen viele, machen nicht alle. Und ich bin davon eigentlich, es ist ein Zeichen dafür, dass sich die Gastronomen überlegen, was sie tun. Und dass sie nicht nur einkaufen im Hinblick darauf, dass sie ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis anbieten können oder dass ihnen mehr übrig bleibt, wenn sie günstiger einkaufen. Und das finde ich schon interessant und das finde ich schon eine vertrauensstärkende Maßnahme insgesamt. Und auch es erzielt ja einen Effekt bei den Konsumenten oder bei uns Gästen, weil wenn du bei einem Gastronom bist, beim Wirt bist, der darüber Auskunft gibt, dann gehst du vielleicht das nächste Mal zu einem anderen Wirt und fragst dann dort auch nach, oder? Glaubst du nicht, dass das ein bisschen einen Effekt, auch einen weiteren Effekt hat, dass wir damit insgesamt achtsamer werden, woher Lebensmittel kommen? Es befördert das, was der Christoph gerade als Luxusproblem bezeichnet hat. Na gut, ich sehe das schon auch ein wenig im gesamtökonomischen Zusammenhang. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass ein gewisser Druck auf die Gesellschaft kommt. Ja? Gewisse Ängste, Corona, Inflation, die Gehälter steigen nicht, die Leute haben nicht so viel Geld. Ja? Wir haben große Teile der Bevölkerung, die sehr wenig Geld hat. Ich glaube, dass das überhaupt nicht diskutiert wird, dieses Problem. Ja? Das wird schon diskutiert, das wird auch immer wieder aufs Tapet gebracht. Ich bin nur der Meinung, dass es nicht die logische Maßnahme ist, dass das Essen so billig produziert wird, dass die Qualität auf der Strecke bleiben muss, nur damit es so billig wie möglich ist und damit die Leute möglichst wenig Geld fürs Essen ausgeben müssen, um mehr Geld für Freizeitmaßnahmen oder so haben zu müssen. Das ist nicht unbedingt die Korrelation, die ich da sehe. Ich glaube, dass mehr Augenmerk auf eine umfassende, qualitätvolle Herstellung von Lebensmitteln gelegt werden sollte. Apropos Herstellung, ich schaue da gerade jemanden zu, der gerade Fleischteile zerlegt. Wir stehen da vor einem Fleischerstand, Metzgerstand. Und sehen da unterschiedlichste Teile, Lamminnereien, Lammhals, ist ein Teil, den man nicht bei jedem gängigen Metzger bei uns sehen würde. Ja, Rinder, Darm gibt es auch. Darm, da würde ich vielleicht gerne mal nachfragen. Grüß Gott, dürfen wir Sie was fragen? Woher kommen Ihre Fleischteile, die Lämmer, die Sie hier verkaufen? Ist das österreichisches Fleisch? Das ist österreichisches Fleisch, ja, sehr gut. Und Niederösterreich. Haben Sie Ihre Kunden, ist Ihnen das wichtig? Fragen die nach, woher das Fleisch kommt? Ja. Ist das ja, ein großes Thema? Ja, wird das mehr? Es ist mehr, ja. Okay, und da ist wichtig, dass es aus Österreich ist? Ja, ja? Ich glaube schon, ja. Und Sie haben auch Teile, zum Beispiel den Lammhals, den sieht man nicht so oft beim gängigen Metzger. Ist das etwas, was bei Ihnen sehr gut sich verkauft? Ja, weil die Leute wollten kleine Menge. Ja. Und wenn wir schneiden so Teile, dass die Leute kaufen, die schauen wegen Preis auch. Das ist sehr wichtig für unsere Kunden. Okay, Preis ist auch. Ja. Und Sie haben hier auch Rinderdarm. Ist das, verkaufen das viele Ihrer Kunden? Ja. Rinderdarm, ja, die kaufen schon. Was mache ich mit Rinderdarm? Die meisten
sind arabische Leute, ja, die kaufen das und die füllen das mit Reis und so. Ah ja. Ja, ja. Ich habe gedacht, Italiener. Ja. So wie, so wie das Wurst, das ist Bratwurst, wir machen dasselbe. Ja. Aber die geben rein Reis statt Fleisch. Okay. Mit Rinderdarm. Mhm. Die machen das. Was ist das da? Das ist Lammnetz. Lammnetz? Lammnetz, ja. Zum Füllen? Zum Füllen, ja. Braten oder mhm. Grillen. So, so wie Güfte. Super, vielen Dank. Toll, bitte, bitte. Danke. Dankeschön. Ja, sie schneiden die Sachen auch anders, als man es gewohnt ist. Ja, das stimmt. Ja. Vom normalen Metzger. Also von was ist normal. Ja. Ja. Da gibt es einen Pferdefleisch. Ah, den schauen wir uns an. Auch ein heiß diskutiertes Thema, darf man Pferdefleisch essen? Warum nicht? Und hat in Österreich eine riesige Tradition in Wirklichkeit. Ne? Pferdeleberkäse-Semmel? Ich weiß nicht mehr genau. Ich meine, das war die absurdeste Geschichte, als vor ein paar Jahren ganze Lasagne-Produktionen, so Tiefkühl-Lasagne-Produktionen aus dem Verkehr gezogen werden mussten, weil da Spuren von Pferdefleisch drinnen waren. Ne? Also, ja, wobei damals war das Thema, muss man fairerweise sagen, dass es falsch deklariert war, nicht? Ja, man klar. Hat geglaubt, das ist Rindfleisch und drinnen war dann teilweise Pferdefleisch, weil dort dann draufgekommen ist, dass es eben keine Rückverfolgbarkeit gibt, weil so viele Zwischenhändler dazwischen waren, dass irgendwann einmal die Spur der Zutaten verloren hat. Das kannst du dich erinnern, wo der war mit Pferdefleisch? Ich würde ein bisschen da weiter rücken, ja, weil da waren glaube ich auch die Lammköpfe. Es gibt auf jeden Fall viele Fleischerstände hier, wie man ja so sieht. Da sind wir jetzt wieder bei Händeln und Putten. Kaninchen. Ja. Mhm. Haben wir bisher noch nicht gesehen. In den, auf den französischen Märkten hast du ja bei den Kaninchen in der Regel noch die Pfoten dran. Mhm. Also die ganzen Pfoten mhm. dran, damit man sicher sein kann, dass man keine Katzen verkauft. Mhm. Auch ein schönes Thema zum Thema Herkunft. Ja, klar. Ich plädiere übrigens nicht dafür, möglichst billig für die gesamte Bevölkerung zu produzieren, sondern dass die Gesamtbevölkerung auf einem sehr guten Niveau versorgt werden kann. Ja, ich glaube, das ist ja auch das ist bei uns ja auch in weiten Teilen der Fall, mit Ausnahme von der Versorgung mit Fleisch. Also da sehe ich wirklich die größten Probleme. Weil du hast die Fleischindustrie in Österreich, wie auch in den Nachbarländern, also vor allem in Deutschland, das produziert Ergebnisse, die sind verheerend, finde ich. Glaubst du, dass wir auch insgesamt vielleicht noch zu wenig wissen, wie Lebensmittel erzeugt man, also gerade bei den tierischen Produkten? Wenn ja, sicher wissen wir da zu wenig. Ich meine, das ist ja kein Zufall, dass die Mast- und Schlachtbetriebe sich hermetisch abschotten und dass dann immer nur ein paar Tierschützer, die nachts über die Zäune klettern, mit verwackelten Handyfotos zeigen, wie es dort zugeht. Das ist kein Zufall, sondern das ist die klare Grundlage dessen, dass wir unglaublich viel Geld für die Versorgung unserer Haustiere ausgeben, sofort zu schmelzen beginnen vor Rührung, wenn wir traurige Tiere sehen und wenn man dann einmal wirklich in die Fleischindustrie hineinschaut, weil da gibt es ja wirklich verdienstvolle Aktivisten und Verbände, die da immer wieder mal Informationen nach draußen bringen, die zeigen, wie es dort wirklich losgeht. Und ich bin überzeugt davon, dass ein großer Teil der Menschen, die das mit eigenen Augen sehen würden, nie wieder Fleisch isst oder sie drum kümmert. Zumindest nicht mehr in diesen Mengen wahrscheinlich. Nicht in diesen Mengen und nicht von diesen Produzenten. Ja. Ich glaube, man blendet das vielleicht auch ganz bewusst aus, jetzt auch als Konsument, dass man sagt, ich muss mich selbst nicht damit auseinandersetzen, was mein Einkaufsverhalten an Konsequenzen hat oder hätte, weil dann müsste ich möglicherweise etwas verändern, wenn es mir denn stört. Es gibt ja vielleicht Leute, die sagen, okay, diese Schlachten an sich ist für mich in Ordnung. Ich habe die Erfahrung gemacht in vielen Gesprächen, dass Menschen teilweise überrascht sind, dass man Tiere schlachtet, also um ein Schnitzel essen zu können.
da sind wir dann ganz weit weg von, ich weiß, woher ich meine Lebensmittel beziehe, nicht? Ah ja, klar, Otto. Und dass ganz viele Leute dieses Thema völlig ausblenden und sagen, ich will davon nichts wissen. Ich will nichts damit es zu tun haben. Es interessiert mich nichts. Es interessiert mich nicht, solange ich keinen Hunger habe, muss ich mich um diese Sachen nicht kümmern. Andererseits gibt es natürlich auch eine auf die Spitze getriebene Achtsamkeit von Seiten mancher Leute, die dann ausprobieren wollen, wie ist denn das, wenn man an Gockel selber die Kehle durchschneidet und so. Ja, es sind Erfahrungen, die man macht oder die man nicht macht, aber insgesamt glaube ich schon, dass man auf der Basis dessen, was man weiß und was man wissen kann, seine Entscheidungen treffen sollte, wo kaufe ich ein und wo kaufe ich nicht ein. Dann frage ich dich, würdest du jetzt hier im Markt einkaufen? Ja, sicher würde ich hier einkaufen. Ich würde auf jeden Fall Obst und Gemüse einkaufen. Das ist überhaupt kein Thema. Beim Fleisch bist du nicht so sicher, gell? Beim Fleisch bin ich mir ganz sicher. Ja. Ganz sicher. Ja. Aber negativ bescheiden. Ja. Ja, aber das ist vielleicht ja auch gerade der Ausgangspunkt der Diskussion, zu sagen, es geht um eine Informiertheit, die Möglichkeit, sich zu informieren und dann eine individuelle Entscheidung zu treffen. Und das bleibt mir selbst überlassen. So, welche Kriterien oder Maßstäbe lege ich an? Für den einen ist das Bio, für den anderen ist das regionale Herkunft, generell Nachvollziehbarkeit. Ja. Und bei Fleisch anders, als es bei anderen Lebensmitteln ist. Aber wichtig ist, dass wir uns damit beschäftigen, oder? Woher kommt es und in welcher Qualität kommt es? Ich möchte dazu schon noch etwas sagen, weil das jetzt so ein bisschen abwertend geklungen hat. Ich meine, ich vertraue natürlich der Expertise von den türkischen und arabischen Metzgern durchaus. Also ich glaube nicht, dass es hier nur schlechtes Fleisch gibt. Aber man müsste sich ein bisschen informieren. Und man müsste dann auch mal so ein bisschen Zeit hier am Markt verbringen, um zu schauen, mit den Leuten reden. Um mal zu schauen, wo kriegen die ihre Viecher her, wie wird mit diesen Viechern umgegangen, wie werden die geschlachtet etc. Und das sind glaube ich, Voraussetzungen. Also da würde ich mich jetzt nicht trauen, so auf den ersten Blick hinzugehen und zu sagen, das nehme ich nicht. Und was hier angeboten wird, das muss man auch auf der positiven Seite sagen, es ist eigentlich alles, es ist transparenter, als wenn man jetzt zum Edelmetzger geht, wo nur die geputzten Edelteile der Viecher rumliegen, sondern du siehst hier eigentlich das ganze Tier, das ist dann Teile vom Tier, die jetzt auch nicht so schön sind, sondern wo du die Schönheit erst drin finden musst. Und ich erinnere mich jetzt da, dass Freunde von uns zuletzt einmal Lammrippen gemacht haben, weil sie da liegen. Das war ein ganz großartiges Essen. Und das sind schon wieder Möglichkeiten, die sich hier auch bieten. Und ich finde jetzt einmal allein die Tatsache, dass du hier nicht nur die Koteletts und die Filets hast, sondern dass du alles hast, das sind natürlich schon Aufforderungen, dazu respektvoller mit den Viechern umzugehen. Und das ist sicher ein Vorteil gegenüber dem Supermarkt auch. Dem Supermarkt. Oder auch gewissen Metzgern innerhalb des Gürtels. Auch das ist eigentlich eine Dimension des Themas Herkunft in Wirklichkeit. Ja, klar. Und ein ganz guter Abschluss zu sagen, was du gerade gesagt hast, das Tier kommt nicht nur als Schnitzel oder Filetstück auf die Welt, sondern da gibt es sehr viel mehr, was wir bei uns in den letzten Jahrzehnten vielleicht nicht so stark genutzt haben, sondern in alle Teile der Welt verkaufen. Und hier am Markt sieht man ganz gut, dass es offensichtlich schon sehr viele gibt, die sich dessen bewusst sind und alle Teile des Tieres zu schätzen und auch zu verarbeiten wissen. Auch das ist was man vielleicht wieder lernen muss. Ja, ich meine, das, was du vorher den Anmetzger gefragt hast und wo er erzählt hat, aha, aus dem Darm werden dann gefüllte, es wird mit Reis und Gewürzen gefüllt und so weiter, ist ja nicht uninteressant. Also, Meckerfleisch. Ja. Ja gut, die ganze religiöse Konnotierung von Lebensmitteln ist ja wieder ein ganz eigenes Thema. Haben wir in interessanten Gesprächen auch schon diskutiert, das Thema religiöse Aspekte der Lebensmittelzubereitung, der Schlachtung, der Zubereitung und des Konsums. Ja. Mhm.
Hühnerinnereien, Lammbeuschel. Das Lammbeuschel da, mit dem Schlund, mit dem Herz. Alles mit, da. Das ist alles da. Ja. Irgendwie haben wir das Gefühl, dass die wirklich ein Tier auseinandergenommen haben. Und alles das haben sie anbieten. Ja sicher. Ja. Und alles ja, gegessen wird. Das ist doch positiv, oder? Und alles klar. Gegessen ja. wird. Jetzt ja. finden wir irgendwie den Pferdefleischhauer nicht. Gell? Der war doch. Wir stellen auf jeden Fall fest, es ist ein riesengroßer Markt, der Viktor Adler Markt, mit ganz, ganz vielen Metzger- und Fleischständen. Sehr viel Gemüse. Da ist er. Da ist und da haben wir den Leberkäse vom Pferd. Ja. Aber nicht nur. Zum Beispiel ein Fohlenschnitzel. Pferdefett ausgelassen ist auch etwas, was man nicht sehr oft in der Vitrine liest. Fohlenmeisen. Nach Altwiener Tradition. Schau, das ist interessant, eben, was wir vorher gesprochen haben. Pferdefleisch, ich kenne es aus dem Pinzgau und Bonga, das hat man immer gegessen, irgendwann ist es verschwunden. Ja, und man gesagt, die Pferde nehmen wir zum Reiten. Der Kumprecht, den gibt es ja auf, eigentlich auf allen Märkten und den gibt es in Wien nur an vielen Orten, den Pferdemetzger. Das ist irgendwie vollkommen verdrängt. Am Gürtel kenne ich einen Stand, da gibt es. Ja, und bei der Friedensbrücke gibt es einen Pferde. Genau, das ist er. Ja. Mhm. Wollen wir jetzt fragen, woher die Pferde kommen oder was? Theaterproduktion. Ja. Das interessiert mich, werden wir jetzt fragen. Fiakerpferde. Grüß Gott, dürfen wir Sie was fragen? Woher kommt denn das Pferdefleisch, das Sie verkaufen? Unsere Firma ist in Oberösterreich in Enns. Ja. Dort gibt es Fabrik, dort schlachten die Pferde und produzieren alle Waren. Ne? Ja. Und Pferde teilweise aus Österreich und die teilweise kaufen aus Frankreich. Aus Frankreich, super. Vielen Dank. Ja, französisch. Dankeschön. Ja, super. Aber es gibt ja tatsächlich Pferde in sogar Pferdeschinkensulz, also auch sehr vielfältig, wie das Fleisch ja. eingesetzt wird. Das sind das Patties? Ja. ja. Wir stehen hier vor einem Metzger, der Rind und Lamm in der Vitrine hat. Aber auch schon für das Burger-Publikum produziert. Und Burger-Patties bereits fertig hat. Rippen, Schulter. Also der Burger. Da ist ein Rabatz. Naja gut, da ist schon der Einfluss dann der Mainstream. Aber wir stellen fest, der Mainstream ist hier ein anderer, das muss man auch sehen. Aber es gibt sehr, sehr viele, also Fleisch spielt hier eine große Rolle auf dem Markt offensichtlich, ja. oder? Wie in unserer Gesellschaft generell. Das stimmt. Das ist ein richtiger Spiegel. Das stimmt. Na gut. Ich glaube, wir sind den Markt jetzt einmal wirklich gut durchgegangen. Ich persönlich finde ihn sehr interessant. Also irgendwie spricht mich der Markt an. Er ist irgendwie so rural und basic. Ich komme ja auch nicht gerade aus dem 10. Ich finde es witzig, hier zu sein. Ja, witzig, es ist eine Lebensrealität wir wissen ja, dass gerade die türkische, arabische Bevölkerung Wiens, die legen ja aufs Essen besonders viel Wert und die bekommen halt hier das, was sie brauchen. Das ist ein gutes Angebot. Und damit können wir das heute beschließen und sagen, danke hier fürs Herwandern. Ja. Danke fürs Gehen. Ja. Und jetzt werden wir uns den Markt noch ein bisschen anschauen und einkaufen gehen. Genau so ist es. Danke, Christoph. Danke, Ursula. Wenn euch diese Episode gefallen hat, freuen wir uns über ein Abo und weitere Informationen findet ihr auf der Website tellerrand.io.